schwörtlicher Stil. Für unsere Gäste aus Nackenheim mit Dean Erlein und für den HSV 188 Kai Kumpers. Beide auf rechts. Da kommen wir schon dran. Festhalten. Festhalten, hey! Rutschen, rutschen. Spitze raus. Arme vor, Spitze raus. Auf. Arme vor. Hey. Halt ihn nicht die fest. Hand an die Hüfte! Was machst du denn da? Heute sein erster Kampf, Abdallah Kamil.
Und das war eine starke Einstart von unserem Neuzugang. Schultersieger nach 27 Sekunden. Abdallah Kamel. Somit 14 Mannschaftspunkte für Abdallah Kamel und der SV 1. 88. Weiter geht's in der Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm im freien Stil. Auch hier treffen wieder zwei junge Talente beider Teams aufeinander für die SV Alemannia Hackenheim. Abdullah Farai und für den SV 1 88 unser Youngster Ashok Shahbazian. Zweite Passivitätsanordnung gegen Abdullah Farai, die die Aktivitätszeit fällt. Endbeine, Endbeine. Gleich, Ass hoch.
Nathan Newton für das Schuss. Schabasian mit 4 zu 0. Der Kampf geht mit 4 zu 0 Mannschaftspunkten an Aschot Schabasian aus Vorwärts 88. Weiter geht's in der Gewichtsklasse bis 86 Kilogramm im griechisch-römischen Stil für unsere Gegner vom SV Alemannia Aachen, Tamerlan Paschaev und für den HSV Mainz 88 Khalid Toki. Mach mal rein, komm, gib nochmal. Einmal schwer. Komm hoch. Nochmal.
1 Minute und 27 Sekunden. Der schon überlegener Punktsieger, Khalid Toki. Der Kampf geht zurück mit 4:0 an Khalid Toki, HSV Mainz 88. Weiter geht's. 66 Kilogramm griechisch römisches Stil für die SV Alemannia Nackenheim, Bilal Ginch, und für den HSV Mainz 88 Hamid Lozanov. Thank you.
Letzter Kampf dieser Paarung in der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm im freien Stil für die SV Alemannia Lackenheim. Der Routinier Alexander Frosch für den SV 188. Unser Youngster Ruben Herle. Ruben, ganz klar.
Fjord, schick mit dir, Heide. Rudi, komm. In die Mitte drehen, du, in die Mitte drehen, ja? West. Verletzungszeit, Heide.
27:4 für den HSV 1, 88.